Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goblins 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen uns jetzt hier mal im Gehirn umschauen. Wir wissen ja, wir brauchen... Oh, er ist ganz schön schnell hier. Ja, da kommt man nicht hin. Palisade der Bescheid... Moment. Was ist das hier? Erinnerungsvitrine. Da steht Glas im Notfall aufschlagen. Okay. Komm mal hier irgendwie rüber. Nee, da kommst du nicht rüber irgendwie, alles klar. Und da haben wir eine Palisade der Bescheidenheit. Und Schatulle der verborgenen Schönheit. Was Wertvolles dahinter versteckt? Ja, die Schatulle der verborgenen Schönheit. Okay, kannst du irgendwie was machen hier? Kannst du vielleicht die Erinnerungsvitrine einschlagen? Sehr schön. Und jetzt drücken. Hab gar keine Lust, meine Erinnerungen wiederzufinden. Okay, das geht also nicht. Das muss Blount machen. Dann drück mal auf den Knopf. Jump. Da ist doch Jump, was aus ihm wohl geworden ist. Ja, wir haben ihn aus dem Dings befreit, aber das war's dann gewesen. Da ist doch Jump, was aus ihm wohl geworden ist. Der ist vor dem Werwolf geflüchtet. Ich hätte da einen feinen Sonntagsbraten draus gemacht. Und anscheinend ist er zu Recht geflüchtet. Okay, kannst du nochmal drauf drücken? Oh, euer? Ah, mein Freund Oya. Ob ich den eines Tages wiedersehen werde? Ja, das ist auch an der Stelle, wo ich gesagt habe, wo irgendwie was fehlt, wo wir Kolossus besiegt haben und dann waren wir auf einmal bei der Königin. Ja, was aus dem geworden ist, wissen wir nicht. Da fehlt ja irgendwie komplett was, meiner Meinung nach. Da, diese halbe Portion. Okay, dann drück nochmal drauf. Oh, Kolossus. Da ist ja dieses Ekel-Kolossus, der mit dem Staub in den Augen. Okay. Wir haben ein Sandkorn. Ach du Schande. Okay, kannst du nochmal benutzen? Passiert aber nichts mehr. Nächste Erinnerung. Armer Drachen, bist du so klein geblieben, wie ich dich machte? Ja, du bist ja auch einfach weggeflogen. Wir wollten ja noch weiter mit dir. Lecker, ein gut gemästeter Drachen. Den fräse ich in einem einzigen Gang. Boah, bist du verfressen, hey. Der hat uns geholfen. Der Knilch erinnert mich an etwas. Das bin ja ich als kleiner Junge. Ja, du warst da danach. Denn diese Karnevalsfigur habe ich sicher schon mal gesehen. Ja, du hast, also das finde ich echt klasse, diesen Zusammenhang. Okay, das war's. Alles klar, wir haben ein Sandkorn. Für was auch immer. Ja, dann schauen wir mal hier weiter. Was haben wir denn da noch? Wir haben Körner. Oh, wieso regst du dich so auf? Hallo? Ja, kommst du nicht hin. Okay, wir haben eine Tür. Bist du jetzt hier rüber? Ah, ja. Traumpfütze. Viel tiefer, als man erst denkt. Okay, kannst du mit der Traumpfütze... Viel tiefer, als man erst denkt. Kannst du irgendwas mit der machen? Haben wir eine Angel? Nee. Kannst du Fullbad benutzen? Nee. Kannst du ein... Nee. Ah, okay. Was haben wir denn sonst noch alles hier? Okay, da kommen wir nur zur Traumpfütze hin, wo ich keine Ahnung habe, was wir mitmachen können. Vielleicht mit Werblount. Das müssten wir mal ausprobieren. Was passiert mit der Weiche? Das ist zu schwer für mich. Das muss wohl auch Dings machen.
Dann lasst uns erstmal kurz noch hier runtergehen, die Bodenplatte benutzen. Kommst du auch nicht hin? Und was ist mit der Knospe? Knospe könnten wir doch bestimmt den Wuchstrank benutzen. Aha, und da benutzt man jetzt Fullbart, weil Fullbart kann klettern. Ah ja. Schön, schön, schön. Ah. Da kommst du nicht hin, okay. Dann schauen wir mal, was ist denn das hier, der Gehörgang? Wir kommen jetzt zum Gehörgang hin, aber wir können nichts machen mit dem Gehörgang. Ein Sandkorn ins Gehörgang tun. Nee. Ah, vielleicht müssen wir auch mit Werblau und was machen. Oder ein Hammer. Ja, Tatsache. Aber irgendwie passiert da nichts. Muss vielleicht auch Werblau und machen. Passiert aber auch nichts, okay. Naja, gut. Dann... Okay, da muss man wahrscheinlich mit der Weiche hin. So, dann kommst du mal hier runter. Kannst du nichts machen? Dann schau mal. Kannst du was mit der Traumpfütze machen? Du springst rein und das war's. Okay. Was auch immer. Bodenplatte? Kommst du nicht hin. Dann die Weiche. So, jetzt geht's ja rüber. Kannst du auch mit dem Ding fahren? Ach, halt, halt, halt. Mist. Ja, jetzt sind wir da oben. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Aber darunter wollen wir ja eigentlich auch nicht. So, wenn wir schon da sind. Gehörgang? Nee, geht nicht. Wer Blaunt hat leere Taschen? Na super. Blaunt hat das ganze Zeug drin und es passiert nichts, wenn wir es machen. Und bei ihm, naja, gut. Okay, jetzt sind wir wenigstens mal hier hochgekommen. Das heißt, wir können die Bodenplatte benutzen. Hä? Ist jetzt irgendwie was passiert? Mach du das nochmal. Vielleicht passiert bei dir was anderes. Bodenplatte. Passiert irgendwie überhaupt nichts. Blockflöte für gefangenen Drachen, für gefangene Drachen. Da kommen wir ja auch irgendwie nicht hin, oder? Ja, da wieder hochgehen, aber da kommen wir ja auch hin und da kommen wir. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Also die Weiche hierher, da kommen wir nur wieder dahin. Das bringt nichts. Dahin bringt auch nichts. Also das müsste eigentlich schon so stimmen. Aber was passiert denn? Ah. Ja. Es gibt auch einen Visionensee. Okay. Was passiert dann? Das machst du nicht. Okay, können wir mit normalen Blaunt da was machen. Jetzt, wo auch die Augen draußen sind. Ich fühle mich beobachtet. Ach nee, im Ernst. Oh, Sandkorn und Augen. Okay. Huh.
was bringt uns das jetzt? Ich kann es ja nicht mal anklicken hier. Ach, Moment, wenn ich jetzt mit dem Wagen durchspringe, dann springe ich doch direkt da durch, oder? Okay, dann fliegt der Fisch bis hierher. Kann aber weiterhin nicht anklicken. Aber da muss man vielleicht, genau. Hallo? Dann müssen wir die Boden... jetzt geht er weiter. Meine Überlegung war, jetzt die Weiche so zu stellen, dass er dann hierher geht. Ja, so, dass er dann so geht. Und wenn wir dann nämlich jetzt hier fliegen, dann kommen wir doch da raus, oder? So, hast du das Sandkorn noch? Ja, du hast es zum Glück noch. So, dann probieren wir das jetzt nochmal aus. So. Mal sehen, ob das klappt. Schnell Weiche umstellen, bevor der Fisch wieder verschwindet. Und in die Dings gehen. Und dann... Okay. Ach, jetzt kommen wir da hoch, oh? Perfekt. Okay, dann kommen wir doch an die Lockflöte, oder? Ach, du kannst sie nicht nehmen, Mist. Müssen wir das Ganze dann mit beiden machen wahrscheinlich. Boah, das wird aber ein bisschen anstrengend werden. Ja, okay. So. Das könnte jetzt ein bisschen anstrengend werden. Erst einmal Sandkorn. Dann hierher. Hä? Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Wieso hat das jetzt nicht geklappt hier? Jetzt aber. Okay. Dann musst du runter. Schnell, schnell, schnell. Weiche umstellen. Du musst hier runter. Oh. Und ganz schnell hier hoch. Oh, hoffentlich langt es von der Zeit her. Nein, es langt nicht. Schande. Das hat jetzt nicht gelangt. Andererseits. Doch, das müsste lang. Ich kann... Das muss eigentlich langen. Ich brauche ihn ja nicht hier... Ich kann ja ihn hier die ganze Zeit stehen lassen. Das hat ja auch bei ihm gelangt gehabt. Ich brauche ja nicht so hin und her zu machen wie, wie Ding. So, jetzt hier rüber. So, Bodenplatte. Und dann gleich, gleich hierher und du sofort umstellen. Ha! Funktioniert. Es ist nur ein bisschen Timing, aber es funktioniert doch ganz, ganz gut. Perfekt. So, wir haben eine Drachenlockflöte. Die kannst du jetzt doch bestimmt... Hallo? Achso, ich muss dich natürlich noch anklicken.
So, perfekt. Aber ich glaube, dass Werblaunt da zuerst war, war auch richtig so, weil er hat ja erst einmal das Ding kaputtgeschlagen. Ha, okay. Können wir die benutzen? Wahrscheinlich müssen wir erst das Ei ausbrüten. Da kommt ein Drache raus und dann können wir ihn hier anlocken. Ich glaube, mit dem Traumding hat das nichts zu tun, oder? Meinst du jetzt wirklich das Ei so hoch? Ja, okay. Aber ich habe eine Idee mit dem Ei. Aber dazu müssen wir nochmal hier rüber. Ach, dann geh halt durch die Tür durch. So. Also hier können wir ja kein Ei irgendwas machen, aber wir haben ja... Hatten wir nicht... Ich muss nochmal den Spiegel anschauen. Beziehungsweise... Nee, da kann... Mit dem hier kann ich nur das durchgeben. Zeitspiegel, genau. Wenn ich den nochmal benutze, kann ich das Ei mit dem Zeitspiegel benutzen, dann ist da was passiert? Okay, so benutzen geht natürlich nicht. Moment. So, du. Ich will einfach nur schauen, ob irgendwas noch passiert. Ja. Das bin ich, viel jünger, zur Zeit meiner Entführung als Clownprinz. Okay. Dann probier mal Ei mit Spiegel, Zeitspiegel. Vielleicht schlüpft es dann dadurch. Oh, wie süß. Wir haben ein Küken. Kann man das Küken nochmal mit dem Zeitspiegel nochmal... Wir haben einen Huhn. So viel zum Thema Drachen. Ich dachte, es wäre ein Drachenei. Und kriegen das Ei wieder. Ich hätte es gedacht, es wäre ein Drachenei und wir kriegen so einen Drachen. Was passiert denn jetzt? Ach, genau, was passiert denn jetzt, wenn ich den hier mit dem Vergrößerungsding mache? Dann haben wir einen Riesenkühl. Mit dem Fallschirm. Wie cool. Ein Mastküken. Kann man das nochmal machen? Das vergrößert nur einmal. Okay, und damit können wir es wieder abnehmen lassen. Ah, warte mal. Es geht wahrscheinlich nicht hier, oder? Zu groß, das passt da nicht durch. Ja, aber das passt. Aber ich denke, als normales Küken dadurch und als Mastküken dadurch, dass dann vielleicht was passiert. Ja, okay. Du musst es also noch nehmen. Und ich hätte gedacht, wir kriegen einen Drachen. Ja, du hast das Mastküken. Achso, du kannst nur einen Gegenstand dann wahrscheinlich nehmen. Okay. Aha. Du hüpfst. Die kleine Nadel müsste so weit kommen, dass sie die große berührt. Okay, Mastküken. Bräuchte man dann jetzt nicht zwei Küken? Also jetzt nehmen wir nochmal das Mastdings. Kann ich es nochmal benutzen? So. Und das benutzen wir hiermit. Dann können wir es damit benutzen. Aber das Magerküken mit dieser kleinen Nadel. Aber wir können es ja nicht gleichzeitig machen. Ach, Moment mal. Jetzt ist der alte Dämon wach. Aber was machen wir jetzt? Okay. Ich habe gerade gesehen, die Zeiger haben sich ja geändert. Okay, das war also das hier. Hm. Abstoßend hässlich. Ja, super. Kannst du denn auch mit dem reden irgendwie? Abstoßend hässlich. Okay, bringt uns es aber auch nicht weiter.
Willst du einen Küken? Okay. Aber noch eine Idee. Jetzt haben wir den Dämon wachgekriegt, weiß aber nicht warum. Aber ich habe noch eine Idee. Mit der Lockflöte für den Drachen. Wir hatten doch hier oben auch den Drachen in der Erinnerung, wo wir auch das Sandkorn herbekommen haben. Vielleicht müssen wir den auf Drachen einstellen und dann die Lockflöte benutzen. So, und jetzt benutzen wir mal die Lockflöte. Mit Drachen? Passiert nichts. Aber man hört auch nichts. Ist euch aufgefallen, man hört irgendwie nichts. Könnte das da sein, dass das... Oder müssen wir sie mit der... Moment. Müssen wir sie hier mit dem Gehörgang vielleicht benutzen, die Flöte? Dass man es erst im Gehörgang jetzt hier hört. Oder der Gehörgang ist zu, dass wir den erst irgendwie frei machen müssen. Nee, da hört man's. Ha! Da ist er ja. Mini-Drache. Genau, da habe ich auch noch eine Idee. Mini-Drache und den Wuchs-Dings. Das hat wieder groß wert. Das ist doch eine tolle Idee. Das probieren wir aber beim nächsten Mal aus. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.